Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Und die Losung für den heutigen Tag finden wir am 4. Juli, Mittwoch. In Jesaja hören wir die Losung: Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Und der Lehrtext in Epheser 2, Vers 13 heißt es: In Hamaschiach seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Hamaschiachs. Ja, liebe Freunde, Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden werden. Dieses Wort baut auf, dieses Wort macht mir Mut. Gerade in der heutigen Zeit, in den letzten Tagen und auch die, die vor mir liegen werden, wo es eigentlich ziemlich flach über dem Boden weitergeht, wo ich kämpfen muss um so manche Dinge, die für andere selbstverständlich ist. Ich war oft danach, oder mir war oft danach aufzugeben, den Mut zu verlieren. Ich habe auch oft schon gefragt: Herr, wann ändert sich's? Im Moment scheint es sich nichts zu ändern, und dennoch sagt Gott jetzt in diese Situation hinein: Gott, der Herr, hilft mir. Das hat damals der Jesaja gesagt, und es war ganz hervorragend, wie Jesaja das gelernt hat. Jesaja hat auch ganz brenzliche Stunden hinter sich gebracht, Dinge hinter sich gebracht, wo du und ich wahrscheinlich schon längst gekniffen hätten. Und trotzdem sagt er: Der Herr hilft mir. Er hat so einen tiefen, festen Glauben, dass er nicht nur sagt: Der Gott, der Herr, hilft mir, sondern darum werde ich nicht zu Schanden. Und liebe Freunde, ich möchte definitiv wissen, dass es Gott ist, der mir hilft. Weil wenn es nicht Gott tut, dann muss ich überlegen und prüfen, was Gott als Neues von mir will. Eine längere Funkstille kann durchaus ein Reden Gottes sein. Ein Reden Gottes, in dem er mir sagt: Du bist an diesem Punkt zu Ende, fertig, jetzt gehen wir einen neuen Weg. Aber das ist nicht immer einfach zu erkennen. Manchmal müssen wir auch Blindflüge wagen. Manchmal müssen wir auch einen Schritt tun, so wie man auch gerne sagt. Ein Auto wird am leichtesten gelenkt, wenn es in Bewegung ist. Und wenn wir Bewegung sagen, meine ich gehen, nicht stehen und warten, sondern einfach losmarschieren. Denn wenn du dann falsch marschierst, dann meldet sich Gott schon. Geh einfach. Vertraue auf Gott, so wie es Jesaja getan hat. Vertraue auf Gott und beuge dich ihm. Ich vertraue ihm und er wird mich nicht zu Schanden werden lassen. Er wird mich verändern. Er wird mich stark machen. Die Hilfe, manchmal überträgt das auch auf Menschen, dass wir helfen sollen. Aber warum
können wir so auf Gott vertrauen? Warum dürfen wir ihm folgen? Weil in Jeshua wir eben, die wir ferne waren, die wir in Sünden gefallen waren, jetzt lernen dürfen, ihm nahe zu sein, sich ihm zu nähern durch das Blut Jeshua. Jeshuas Blut macht uns stark und rein. Jeshuas Blut baut auf und gibt uns neue Kraft zum Leben. Gott, der Vater und der Sohn spielen zusammen. Wobei spielen jetzt vielleicht das falsche Wort ist. Aber sie haben uns lieb. Sie haben dich lieb. Und auch du darfst ihm vertrauen, dass er dir hilft, dass du nicht zu Schanden wirst. Denn er lässt seine Kinder nicht zu Schanden werden. Er lässt seine Kinder nicht fallen, sondern er bringt sie zurecht. Denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und was er begonnen hat, will er zu Ende bringen. Das Einzige ist einfach, dass du dich ihm zuwendest und auf ihn hörst. So wünsche ich es dir auch für den heutigen Tag, dass du dich ihm zuneigst, dass du dich ihm zuwendest und sagst wie der kleine Saul: Herr, hier bin ich. Sende mich. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Jahwes Segen sei mit dir in Jeshuas Namen. Amen.